Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ich glaube, ich werde hier ein paar schon mal nach unten setzen. In den einen Raum. Das würde am meisten Sinn machen. Für die. Ich muss die dann eventuell erstmal gießen. Ja. Gießen definitiv. Und das wird jetzt ein bisschen längeres Unterfangen mit dem Wechsel hier. Beziehungsweise wir könnten... Ne, hier hatten wir keine... Hier hatten wir das. Was brauchen wir nochmal für die Wiese? Wo haben wir die Wiese? Hier haben wir die Wiese. Genau, Kunststoff und Planken. Nehme ich mir noch ein paar hier raus. Und hier auch nochmal. So, dann 1, 2, 3. Einen könnten wir noch. Da fehlt uns jetzt aber ein bisschen Plastik. So. Hier war Holz. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Holz zur Verfügung. Dann machen wir das. So. Und... jetzt brauchen wir wieder Wasser. Kater? Nein. Ich schicke die schon mal lieber hier runter. Hier fängt schon an zu wachsen, aber wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Ja, komm, ich will hier Wasser holen. Muss alles gegossen werden hier. Und es wäre mir lieber, wenn die jetzt dann doch da unten sind. Hier, dass alles nachwächst. Das war nach unten. Da war nach oben. Hehl? Wo ist Hehl jetzt denn? Die war, hat angefangen traurig zu gucken. Hier, da ist erstmal was. So, dann nehmen wir sie mal mit. Dann hier. Wie weit ist das Wasser noch nicht fertig? So, dann... müssen wir das alles jetzt mal wirklich mitnehmen, nach unten lagern. Dann wird es hier oben halt keine Wiese geben. Es ist wichtiger, dass die dann mir nicht irgendwie ausbüchsen. Alter, genau 20, was ich hier oben noch übrig hatte. Krass. Kater, es gibt gleich Essen, ja? Mach dir da keinen Kopf, bitte. Wie sieht das jetzt aus und draußen aus? Die Ecke. Okay, dann machen wir die eine Ecke wieder raus. Und lassen den Rest oben dann als Wiese. Ja, das einnehmen wir mit. Nicole, hier ist das. Hier ist euer Zimmer. Scheiße, Kater ist am Verhungern. Jetzt ganz schnell. Hier geblieben.
Ein Kater. Da müssen wir eine ganz schnelle gute Lösung finden. Nee, warte. Den brauchen wir gleich noch. Wie sieht's hier jetzt aus? Ist immer noch nicht fertig. Irgendwie, ich weiß noch nicht, wie wir das machen können. Wie wir das schaffen werden hier. Ja, es gibt Wasser. Oh, jetzt hab ich auch noch Durst. So. Okay, jetzt noch einmal Wasser holen. Oh, ich hoffe, das reicht für die. Ja. Wir haben gesehen, wie Nicole ein Ei gelegt hat. Aber hier sind die wirklich sicher vor ihrem eigenen Untergang. Da schmeißen die sich nicht einfach irgendwie irgendwo weg. Ich müsste auch mal irgendwie bestimmen und so weiter. Ja, Wasser ist fertig. So. Gut, das ist jetzt nur das letzte Mal. Wässern hier unten. Und dann wär's das. Nicole, Kater, Cola, Nils und Leon fehlen noch. Die holen wir noch. Nee. Das dauert ja auch ewig mit dem Wasser. Also, essen müssen wir auch noch eben. Mal ganz kurz. Ja, Wasser ist fertig. Wasser ist soweit. Und die nochmal rein. Können wir die letzten zwei Wiesen hier auch noch einmal gießen. Ah ne, hier sind auch nochmal. Kater, ab in dein Zimmer. Nicht scheiße zu den Tieren. Die sind hier. Auf die muss aufgepasst werden, ja? So, einen Moment. Ach, die Eier habe ich jetzt vergessen einzulagern. So, dann holen wir jetzt für unsere Kameraden noch mal ein paar neue Freunde. Danke, Bruce. Bruce ist aber auch echt anhänglich. Nein! Und fangen kann ich ihn damit ja auch nicht. Mit dem Ding. Kann ich hier Gulliver einfangen? Weil wir den eigenen Vogel hier haben. Ist eine berechtigte Frage, meiner Meinung nach. Ah ja, hier hat man gegraben. So. Ja, Gulliver, ich weiß.
Er ist aber auch wahnsinnig. So, und hier. Ja, und jetzt fallen wir runter. Jetzt müssen wir wieder schwimmen. Oder doch nicht. So, hier müssten jetzt aber die restlichen Crewmitglieder sein von uns. Drei Schuss haben wir. Also drei Versuche insgesamt. Da haben wir schon mal einen Freund für Carter. Yo! Freund für Carter haben wir. So. Wo haben wir unser Schiff? Am besten eigentlich da hinten rum. Ist nur noch ein Hühnchen, das fehlt. Hühnchen, also wenn wir hier Freundin für Hehl oder Freund für Hehl kriegen. So, warte mal, den können wir ja schon benennen. Das ist der Nils. So. Nils ist unser zweites Lama. Da haben wir geparkt. Warum ich auch immer zu weit nach dahin laufe, weiß ich nicht. Vor allem, wir sehen auch gerade gar nichts wegen Nils. Da ist Bruce. Autsch. Ja, Bruce. Danke. Da. Da haben wir Nils. Ja. Da haben wir Hehl. Wenn ich hier 6 Tiere drin habe, das wird wahrscheinlich doch ein bisschen zu eng sein. Wir werden aber permanent die auch füttern müssen. So. Falsche Richtung. Diesen Weg. Gut, dann gehen wir dieses Mal aber links rum. Ja, Bruce. Der ist so anhänglich. Okay, jetzt sind wir hier oben. So, wo haben wir die Ziege? Da. Da hinten ist sie. Komm, die schnappen wir uns. Komm. Ja, wir haben's. So. Das ist aber Cola. Sie ist jetzt auch endlich mal bei mir hier in den Videos verewigt. Dann hat hier sogar eine Freundin. Jetzt. So, und jetzt wieder auf zurück zum Schiff.
Obwohl, einer fehlt noch. Nick. Aber ich glaube, noch so ein Tier könnte ich mir nicht leisten. Auch vom Platz her. Ja. Ja, Cola. Du kommst ja jetzt gleich nach Hause. Du kriegst ein neues Zuhause. Und Freunde. So. Dann haben wir das. Okay, ich habe Freunde für euch. So. Wir brauchen hier ganz dringend dieses automatische Bewässerungssystem. Ganz dringend. Wie süß das aussieht. Aber hier könnt ihr uns nicht mehr abhauen. Und dann heißt das auch, dass wir uns weniger Sorgen machen müssen, dass die uns hier verrecken. So, dann können wir den Rest aber auch wieder einlagern. So, hier waren die Waffen. Kann das hier rein und hier. Dann holen wir uns den Pinsel wieder hier raus. Tauschen die einmal so um. So. Hi Nils. Gut, und dann können wir eigentlich gehen hier von der Insel. Ah, jetzt ruckel, ruckel. Für die automatische Bewässerung. Hier den Sprinkler. Was brauchen wir? Leiterplatte. Was brauchen wir nochmal für die Leiterplatte? Kunststoff, Kupfer. Jo, das können wir eigentlich sogar bauen. Da haben wir eigentlich alles da. Also Kupferbarren. Wetterpflanzenglibber hatten wir nicht hier, sondern hier. Einen. Und Plastik. Ja. Und jetzt, wo haben wir den Sprinkler? Hier. Brauchen wir 12 Kunststoff. Haben wir. 2 Schrott. Und 2 Bolzen. Ja, machen wir. So, jetzt haben wir den Sprinkler. Und den kann ich einfach so hier hinbauen. Nice. So, wo packen wir den am besten hin? Ich müsste eigentlich auch mit unten einmal gucken. Weil wir müssen dafür auch schon Rohre verlegen. Ab hier ist das irgendwo. Das heißt eigentlich... Ein... Ja. Am sinnvollsten wäre das, wenn wir den hier hinpacken. Dafür brauchen wir dann Rohre. Hier haben wir wieder ein Ei. Nein. Nein. Ich wollte das Ei haben, ja? Ist das jetzt Hehl gewesen? Das war Hehl. So, was brauchen wir dann eigentlich für die Rohre? Beziehungsweise erstmal gehe ich wieder hier rein, die Eier. So, wo haben wir Rohre? Nicht hier. Rohre, hier Wasser. Da brauchen wir Schrott.
Aber bevor wir die Rohre machen, brauchen wir einen Wasseraufbereiter. So ein. Beziehungsweise hier so ein Tank, Wassertank. Da brauchen wir so viel Kunststoff und so viel Seil. Wassertanks packen wir dann hier hin. Würde ich sagen. Machen wir eins. Oder wir machen hier ein paar mehr. Irgendwie, keine Ahnung. Schauen wir mal, wie wir das machen. So, aber jetzt Wasseraufbereiter. Haben wir hier keinen Wasseraufbereiter? Doch, hier, Reiniger, da. 4 Titanbarren, eine Leiterplatte, Kunststoff 20. Wir brauchen so viel Kunststoff. Den wir gar nicht haben. Ja, da haben wir zwar wieder eine Insel, aber ich glaube nicht, dass wir da Kunststoff kriegen. Sind wir überhaupt... Ah, was ist los? Warum ruckelt das so viel gerade? Wir sind in der Strömung. So, wie weit ist das Wasser hier? Ne, nicht hier, sondern hier. Und schon wieder Hunger. Wie viel wir essen müssen aktuell. Was ist, Kater? Hier ist doch Essen. Ja. Was Wasser angeht, kommen wir schlecht hinterher. So. Genau hier. Nee. Ah, den müssen wir auch noch machen. Dafür brauchen wir jetzt erstmal 4 Titanbarren. 1, 2, 3, 4. Den nehmen wir schon mal raus. Die nehmen wir auch schon mal raus. Die können wir gleich alle einschmelzen. Wir brauchen auch mehr solcher Batterien. Beziehungsweise die können wir ja unten aufladen gleich. So, dann braucht man eine Leiterplatte. Wo, was hatten wir nochmal für die Leiterplatte gebraucht? Kunststoff wieder. Wo wir noch kaum was haben. Von. Kupferbarren brauchen wir auch wieder. 2, die kriegen wir aber gleich wieder. Neue. Und Kletterpflanzenliber. So, was brauchen wir noch für den Reiniger? 5 Sprotzen. Ah, hier müssen wir nochmal auffüllen. Nun, sobald das Ding da, der Reiniger, fertig ist, werden wir ein paar Rohre bis hierhin setzen müssen. Dann müssen wir ein paar Wassertanks bauen, definitiv. Die ist leer. Jetzt müssen wir die tatsächlich aufladen. Okay, das ist jetzt krass. Das finde ich jetzt wirklich krass. Was ich jetzt auch am Überlegen bin, ist, wenn das hier das Maschinenraum ist, den wollen wir ja auch bald loswerden, müssen wir ja hier diesen Biokraftstoffraffinerie hier machen.
Da werden wir auch sehr viel Plastik wieder brauchen. So, wie sieht es jetzt mit Plastik aus? Haben wir wieder was? Ja, 6 Plastik erst einmal. Da werde ich aber wirklich viel mit Rohren hier bauen dürfen. Ein Raft haben wir da vorne wieder. Wir werden schauen, wie wir das mit denen machen. Weil wir wahrscheinlich auch noch einen zweiten davon brauchen werden. Da warte, den packe ich vielleicht mal irgendwie ein bisschen anders hin. So setze ich mal vielleicht einen hier hin. Nee, anders. Andersrum. So. Genau, und dann nochmal einen hier irgendwie. Dann muss halt hier irgendwie was gemacht werden, damit das durchgeht. So, wie voll ist das jetzt? Alter, der ist noch nicht mal... Okay, das heißt, wir brauchen eine neue Batterie. Wo haben wir noch Batterien? Wo waren die? Hier nicht. Ja, dann machen wir halt die Batterien. Da brauchen wir noch 2 Kupferbarren. So. Und jetzt brauchen wir nochmal 4 Titanbarren. So. Obwohl, wir könnten jetzt eigentlich, noch eine herstellen. Dann haben wir 3 davon. Den einen packen wir hier rein. Und hier können wir den ganzen Krams reinpacken, den wir nicht brauchen. So, was brauchen wir? Was brauchen wir jetzt dafür nochmal? Genau, die Leiterplatte. Die Leiterplatte war ja hier. So, dann haben wir jetzt kein Kupfer mehr hier drin, leider. So, aber dafür können wir hier gleich den Reiniger machen, sobald wir den Kunststoff voll haben. Wie sieht es unten aus mit Kunststoff? Das war nicht der Weg nach unten, das war nach oben. Wie sieht es mit Wasser aus? Wir sammeln zu wenig Plastik ein. Viel, viel zu wenig. Hier aus Kupferbarren machen wir wieder. Immerhin. Ne, die lassen wir mal. Wir packen die hier jetzt wieder hier rein. Ne, die Titanbarren bitte hier lassen. Genau. So, und... Ja. Wir schauen, wie wir das hinkriegen mit denen. Wird noch sehr kompliziert hier werden mit dem Rohrsystem. Weil den Reiniger will ich... Da war... Ja! Und hier haben wir auch noch mal 2 Fässer. Aber nicht genug Plastik, wie ich merke. So, hohe Kartoffel. Die Rüben können noch rein.
Den Rest können wir erstmal wieder einlagern. So. Planke. Palmblätter. Seil. Und Stein. So. Sehr viel Kunststoff brauchen wir. Ja, Palmblätter. Wow. Ich brauche Kunststoff. Wollte schon sagen, ist Nils gedespawnt? Moment mal. Wer ist das? Hel ist noch da. Wie bist du da rausgekommen? Echt jetzt, Cola. Was ist mit dir? So. Kupfer müsste hier auch schon soweit sein. Und wie sieht die Batterie jetzt unten aus? Ist voll? Nee, noch nicht. Oh, wir haben... Hier. Ja, nice. Wieder ein bisschen Plastik. 8 Stück haben wir jetzt insgesamt. So. Ja, Plastik haben wir leer. Einen kann ich jetzt hier wieder zupacken, weil wir nur 5 brauchen. Die kann ich hier reinpacken. Und die Steine hier. So. Ich habe jetzt die Titanwaren da rausgenommen. So, dann gönnen wir uns nochmal die Haihappen und packen die hier dafür rein. So, und wir kümmern uns erstmal noch darum. Jetzt nochmal Wasser holen. Ganz schnell. Wir brauchen ganz dringend die Raffinerie, diese Reiniger. Da. So, hier müsste auch schon soweit sein. Nice. Die Wassertanks machen wir definitiv dann hier rein. Hier weiß ich jetzt nicht mehr, was ich machen will. Oh, wir haben hier wieder ein paar... Was, Kupfer werde ich da nicht reinpacken? Kann ich Schrott? Ja, nee. Wo hatten wir die gelagert? Hier. Achso, ich dachte, wir sind gegen irgendwas geknallt. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann mal weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!